Liebe Geschwister, es fing letzte Woche bereits an, beziehungsweise vorletzte Woche bereits damit an, und es wird uns ungefähr noch 4 bis 6 Wochen begleiten. Wir sind nämlich in der Zeit des Kaufrauschs. Ja? Der 4. Freitag im 11. Monat im November ist der sogenannte Black Friday. Da gibt es große Angebote. Und eine Woche vorher macht man schon darauf aufmerksam, dass das einen erwartet. Und dann gibt es den Cyber Monday, ja, und dann fängt der Dezember an. Und ihr wisst, der Konsummonat schlechthin. Leute bereiten sich darauf vor, Geschenke für das Ende des Jahres zu kaufen. Und dann kommt der Winterschlussverkauf und dann kommt nochmal der Verkauf Anfang Januar, der Sonderverkauf für all das, was nicht über den Ladentisch gegangen ist, obwohl man es geplant hat. Das heißt, wir sind jetzt in einer Phase, in der uns die Werbung sehr stark angreift. Und wir bekommen mit, dass unsere Mitmenschen, unsere Freunde, unsere Kollegen, ja, unsere Arbeitskollegen in der Familie, dass sie tolle Sachen einkaufen. Und wir wollen dann auch. Ja, und das ist eines, ja, das Erste, was Kinder lernen. Ja, ich will auch haben. Auch haben. Ja, wir sehen etwas und es trifft unser Herz und wir verspüren einen Drang danach. Und es wirkt wie eine Droge. Und manche sind tatsächlich davon abhängig, sind kaufsüchtig. Und wie jede Droge, man muss die Dosis erhöhen, um dasselbe Maß an Befriedigung zu bekommen. Und die Schwierigkeit ist, dass man dennoch immer weniger zufrieden wirkt. Dass dieses Gefühl am Anfang wird niemals erreicht und die Dosis wird erhöht werden müssen. Und, ja, und trotzdem die Zufriedenheit, sie sinkt sogar mit der Zeit, bis der Mensch dann, ja, auch durch den Scheitan, auf etwas Weiteres gebracht wird, was ihm dann vortäuscht, ihm diese Befriedigung oder dieses Glück zu geben. Liebe Geschwister, wir versuchen nicht zu telefonieren, ja, während des Freitagsgebets oder SMS zu schicken oder ähnliches, weil ansonsten der Lohn möglicherweise auf Null herunterfällt und wenn man auch andere dabei stört, dann wird man das vielleicht auch die eine oder andere Sünde auf seinem Konto gut geschrieben bekommen, beziehungsweise schlecht geschrieben bekommen. Ja? Von daher bemühen wir uns, inshallah, die Geräte alle auch auszuschalten. Und in diesem Rausch, liebe Geschwister, in diesem Gesellschaftsrausch, ob wir wollen oder nicht, befinden wir uns. Und deswegen einiges aus der Rechtleitung vom Koran und aus der Sunna in Bezug auf die Dunya und wie wir mit ihr umzugehen haben. Angefangen, liebe Geschwister, bei der Person, die laut einer Überlieferung die glücklichste Person überhaupt gewesen ist, gemessen am Lächeln. Diese Person lächelte mehr als jede andere Person. Abdullah ibn Harith, radiallahu anhu, er berichtet in einem authentischen Hadith, der von Imam Ahmad und auch von Imam ibn Majah überliefert wurde, dass diese Person mehr lächelte als jede andere Person, die Abdullah ibn Harith, radiallahu anhu, Allahs Wohlgefallen sei mit ihr, gesehen hat. Und wisst ihr, wie diese Person gestorben ist, liebe Geschwister? So gestorben, wie sie lebte. Nämlich ohne materielle Güter. Kaum materielle Güter. Ja, die Schlafmatte, die Zahnbürste, ein Maultier, ganz wenig an Kleidung. Er hinterließ etwas Mehl, was für einige Tage seiner Familie noch langte. Also wirklich ein paar Dinge, die man an 1, 2 Händen abzählen kann. Und wie ihr schon sicherlich richtigerweise vermutet, es war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das Erste, was wir mitnehmen können, jemand, der so wenig von der Welt hatte, obwohl er auch die Möglichkeit gehabt hätte, liebe Geschwister, ja, nicht nur, dass er wenig Möglichkeiten hatte und dementsprechend auch materiell gesehen wenig im Leben zu genießen hatte, sondern er hatte sogar noch die Möglichkeit dazu. Aber dennoch, liebe Geschwister, war er derjenige, der mehr lächelte als jeder andere. Sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil er zwischen dem Wertvollen und dem Teuren unterscheiden konnte. Wertvoll, liebe Geschwister, in der,
In der höchsten Klasse ist das, was unbezahlbar ist. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die Dinge, die man sich eben nicht kaufen kann. Ja? Teuer, ja? Teuer ist manchmal, liebe Geschwister, bezahlbar, manchmal nicht bezahlbar. Aber bloß weil es teuer ist, muss es noch lange nicht wertvoll sein. Und das wusste der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das hat er uns gelehrt. Und liebe Geschwister, allein der Name, den Allah Ta'ala dieser Welt gegeben hat im Koran, allein dieser Name vermittelt einem Araber bereits etwas. Nämlich Dunya. Dunya in der arabischen Sprache, liebe Geschwister, ist etwas Niedriges. Ist etwas, was man auch verachten darf, was man zu verachten hat. Und das ist diese Welt. Das ist diese Welt. So soll sie uns nicht locken und so soll sie uns nicht täuschen. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمْ وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَى. Erfolgreich ist derjenige geworden, der den Islam angenommen hat und der genug zum Leben hat und der zufrieden mit dem ist, was Allah Ta'ala ihm gegeben hat. Diese drei Bedingungen muss man erfüllen. Ja, zum Islam finden, dann sich darum bemühen, dass man genug zum Leben hat. Und dann, und das ist eine abgetrennte Sache, dann muss man noch versuchen, zufrieden damit zu sein, mit dem, was man bekommen hat und was einem genügt. Aber wie viele von uns haben das, was sie brauchen und noch mehr? Ich würde sagen, alle, die hier sitzen, ja, die übergroße Mehrheit der in Deutschland lebenden Menschen, bis auf wenige Ausnahmen, haben das, was sie brauchen zum Leben. Ja, wenn wir jetzt vergleichen uns mit anderen Krisen, Katastrophen und Kriegsgebieten, natürlich, wen wollen wir da ausnehmen? Aber warum fehlt uns diese Zufriedenheit? Warum fehlt anderen diese Zufriedenheit? Weil dies, wie gesagt, zwei verschiedene Dinge sind. Und wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder der Koran von Falah sprechen, dann beinhaltet dieses Wort bereits eine Leistung. Nicht im Sinne von Glückseligkeit, ja, man bekommt es nicht. Nein, das Glück, der Erfolg im Koran, in der Sunna, im Islam, ist immer mit Arbeit verbunden. Weil Al-Fallah ist derjenige, der als Bauer arbeitet. Das ist der Bauer. Al-Fallahun, ja, Al-Fallah. Und er hat harte Arbeit, liebe Geschwister. Das heißt, dieses Wort Erfolg ist abgeleitet quasi von der Arbeit eines Bauern. Und die ist, wie wir alle wissen oder wie wir uns alle vorstellen können, eine sehr harte Arbeit. Und weil der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass diese Welt das folgende Gleichnis erfüllt, müssen wir auch immer auf das Jenseits schauen. Denn er sagte, das Gleichnis dieser Welt im Vergleich zum Jenseits ist wie das, was jemand am Finger übrig hat, nachdem er es in Wasser getaucht hat, im Vergleich zum Ozean. Das heißt, wir tauchen unseren Finger, ja, in Wasser. Und das Wenige, was an Wasser übrig bleibt, das ist die Welt, liebe Geschwister. Ja, damit kann man quasi nichts machen. Man kann sich mit diesen kleinen Tröpfelchen nicht waschen. Es kann keinen Durst löschen. Vielleicht erreicht es noch nicht mal den Magen, wenn man es schlucken würde. Ja, würde irgendwo hier im Hals noch mal hängen bleiben. Aber das Jenseits, liebe Geschwister, verglich er in diesem Ausspruch mit dem Meer. Und das sollte immer in unserem Herzen sein, liebe Geschwister. Dann wirkt alles um uns herum lächerlich. Und da sind wir davor, bewahrt in diesen Sog der Dunya immer tiefer hineingezogen zu werden. Also immer tiefer in das Niedrige hineingezogen zu werden. An der Stelle, liebe Geschwister, wollte ich euch etwas von der prophetischen Pädagogik mitgeben. Weil der Prophet, er war kein Theoretiker, sondern er versuchte, die Situationen des alltäglichen Lebens dazu zu nutzen, sallallahu alaihi wasallam, um Lektionen mitzugeben. Ja, und eine solche möchte ich euch auch nun mitgeben. Das sind Dinge, ja, die kann man in einer halben Sekunde draußen finden. Ja? Nicht draußen, sondern
direkt hier vor unserem Eingang, vor unseren beiden Eingängen. Ja? Und ich frage euch, wer will das kaufen für einen Euro? Wer will das kaufen für einen Euro? Wer will es geschenkt haben? Wer will es geschenkt haben? Will niemand geschenkt haben. Und genau das tat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er weggeworfenes gesehen hat, hat er es auch hochgenommen, ja, und die Leute gefragt, wer will es für einen Dirham haben? Die Leute, die waren irritiert, ja, so wie ihr vielleicht auch irritiert wart. Und er fragt, wer möchte es geschenkt haben? Und sie sagten, oh Gesandter Allahs, keiner will es geschenkt haben. Ja, noch nicht mal geschenkt. Übrigens, ihr kriegt den Hinweis mit, oder? Ihr kriegt den Hinweis mit, sowas darf vorne nicht liegen. Sowas darf um unsere Moschee herum nicht liegen, weil wir haben Nachbarn um uns herum. Ja? Und wenn wir selber noch nicht mal unsere Moschee, ja, diese Ehre erweisen, das Haus Gottes, ja, das Hause Allahs, dann wie sollen wir erwarten, dass andere dieses Haus ehren, liebe Geschwister? Wenn wir uns selber noch nicht mal durch Sauberkeit bereichern, wie sollen unsere Nachbarn uns als Bereicherung auch erleben? Und das, liebe Geschwister, ist die Dunya. Ja? Das sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu dieser Gelegenheit. Ja? Er sagte, dass die Dunya bei Allah ahwan ist, noch gering geschätzter, noch wertloser ist, als das Stück Müll, was er in den Händen hielt. Ja? Wobei er, es war eine tote Ziege gewesen. Ja? Es war keine Packung Zigaretten, die wir vor unserer Tür leider finden. Okay? Er sagte, die Dunya ist bei Allah noch geringer geschätzt als das, was ich euch gezeigt habe. Ja? Das ist diese Welt da draußen. Es ist eine Täuschung. Man kriegt vielleicht einen kleinen Kick, wenn man etwas eingekauft hat, aber dann ist man danach nicht erfüllt, liebe Geschwister. Und man versucht das immer, man versucht dieses Gefühl der Leere im Herzen dann immer wieder mit weiteren Dingen zu füllen. Und das ist der Hauptpunkt, liebe Geschwister. Derjenige oder diejenige, die diese Sucht nach etwas zu kaufen, nach etwas zu haben, verspürt, mehr oder weniger, das ist ein Zeichen dafür, was wir noch an Gottes Liebe brauchen, die wir uns auch selber erarbeiten müssen. Ja? Denkt an den Erfolg im Islam, Al-Falah. Ja? Denkt an den Bauern und seine harte Arbeit. Das heißt, umso mehr wir in dieser Dunya gefangen sind, umso mehr sie für uns bedeutet, umso größer ist auch das Zeichen, Allah fehlt dir in deinem Leben. Aber nichts außer Allah wird jemals diese Leere in deinem Herzen füllen. Und der Prophet, er sagte auch, sallallahu alaihi wasallam, dass die beschenkteste, ja, die begnadetste Person im Diesseits, die allerdings für die Hölle bestimmt war, für einen Augenblick im Jenseits in die Hölle getaucht werden wird. Und danach herausgenommen wird und gefragt werden wird. Wer wird befragt? Die Person, die am meisten in dieser Welt hatte. Die war gesund, die war schön, die war stark, die war reich, die hatte Verbindungen und Connections und ein schönes Haus und ein, ja, wer weiß, ob es ein schönes Auto oder ein schönes Pferd war. Ja, wer weiß, wann diese Person jemals gelebt hat oder leben wird. Aber sie war die begnadetste Person überhaupt, im weltlichen Sinne. Und dann diese eine Augenblick des Hineintauchens ins Höllenfeuer wird Folgendes bewirkt haben. Sie wird befragt werden, hast du jemals etwas genossen in deinem Leben? Und sie wird Allah Ta'ala antworten, Wallahi, nein. Die Person wird schwören bei Allah, vor Allah. Das heißt, wahrheitsgemäß in dem Sinne, was die Person gerade spürt. Sie wird sagen, nein, ich habe niemals etwas genießen können. Und umgekehrt, die Person, die am härtesten geprüft war, allerdings für das Paradies bestimmt war, sie wird eingetaucht am Tag des Gerichts für einen Augenblick in die Gnade von Allah Ta'ala. Und danach gefragt werden, hast du jemals gelitten? Liebe Geschwister, diese Person hat Jahrzehnte
gelitten in dieser Welt. Und zwar in allen Kategorien. Die Person, die am härtesten geprüft war. Und sie wird vor Allah Ta'ala stehen und diese Frage beantworten mit Wallahi, nein. Subhanallah. Das, was im Jenseits, liebe Geschwister, ausgelöst wird, neu erschaffen wird an Realitäten und Gesetzgebungen. Das ist das, worauf wir uns vorzubereiten haben. Liebe Geschwister, an dieser Stelle einige Ratschläge aus dem Koran und aus der Sunna, wie wir in diesem Leben bereits auch zu wahrem Glück finden können. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, zu einer Person, die sich darüber beklagte, ein hartes Herz zu haben und darunter auch litt. O Gesandter Allahs, mein Herz ist hart. Ich kann mein Leben nicht genießen. Ja, ich kann nicht mitfühlen. Eine Person, die ein hartes Herz hat, liebe Geschwister, ist mit allem geprüft, weil der Koran wirkt nicht richtig auf diese Person. Das Gebet gibt einem keine große Erleichterung. Zwischenmenschlich, ja, man kann sich nicht mit anderen für andere freuen, man kann aber auch nicht richtig mit ihnen leiden. Das Herz ist hart, subhanallah. Was sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Er soll sich um die Bedürftigen kümmern. Wir können uns auch an die letzte Freitagspredigt erinnern. Er soll sich um die Bedürftigen kümmern und den Kopf vom weisen Kind streicheln. Das ist eine Medizin, liebe Geschwister, damit unser Herz wieder lebendig wird, damit unser Herz wieder weich und sehend und fühlend und hörend wird. Dass wir uns engagieren für andere, ja, gerade für Waisenkinder. Und Imam Ahmad, das sind alles Sahih-Hadithe, die ich euch heute mitteile, auch wenn ich manchmal vergesse, euch die Quelle zu nennen. Imam Ahmad überliefert weiterhin die Überlieferung, dass für jedes Haar, ja, was man unter seiner Hand hat, während man den Kopf eines Waisenkindes streichelt, man von Allah Ta'ala Belohnung bekommen wird. Und wenn man sich um Schwächere und Bedürftige kümmert, liebe Geschwister, verspricht einem Allah Ta'ala auch Sieg, Erfolg und Versorgung. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, von Abu Dawud, überliefert in einem guten Hadith, فَإِنَّمَا تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِدُعَفَائِكُمْ. Ihr bekommt Sieg über den Feind und Versorgung von Allah aufgrund der Schwachen, aufgrund, dass ihr euch um die Schwachen unter euch kümmert. Und in der Überlieferung von Bukhari forderte der Prophet quasi fragend auf und er sagte, ist es durch irgendetwas anderes, als dass ihr den Sieg und als dass ihr Versorgung bekommt, außer durch euer Kümmern bezogen auf die Schwachen? Da müssen wir überlegen, wer von uns, ja, oder wer um uns herum ist bedürftig, in irgendeiner Form schwach, körperlich oder geistig oder wirtschaftlich oder sozial, ja, in allen Kategorien, wo man Schwäche haben kann als Mensch und haben wird auch als Mensch. Und wenn wir uns um ihn kümmern, merkt euch zwei Dinge, ihr bekommt Sieg, Erfolg und ihr bekommt auch Versorgung von Allah Ta'ala verliehen. Weiterhin, liebe Geschwister, und das ist leider ein Phänomen unter uns, dass wir sehr spät damit anfangen, mit dieser Angelegenheit. Obwohl der Prophet auch sagte, sallallahu alaihi wasallam, ja, dass dies die Hälfte des Dienstes ist. Und eine andere Überlieferung, die auch sahih ist, ja, also auch authentisch ist, die Hälfte des Imans. Allah Ta'ala sagt im Koran, er gibt uns mit, worum wir zu bitten haben. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Und diejenigen, die sagen, unser Herr, schenke uns an unseren Gattinnen und an unseren Kindern, an unserer Nachkommenschaft Grund zur Freude, Augentrost. Also das, was das Herz beruhigt, was einen wirklich glücklich macht. Und mache uns zu einem Vorbild für die Gottesfürchtigen. Und mache uns zu einem Vorbild für die Gottesfürchtigen. Nicht nur für Muslime, ja, im Allgemeinen, sondern sogar für die Gottesfürchtigen, ja, lil Muttaqin, für die höchste Klasse quasi der Muslime.
Familienleben. Und viele von uns schieben es auf. Ja? Und interessanterweise, durch die Lüge, durch die Täuschung, dass Familienleben bedeutet Verantwortung und kein Spaß mehr und Probleme und derjenige, der geheiratet hat, der gilt als ja, verloren und hat kein, ja, in Anführungsstrichen, Single-Leben. Wobei dieses Single-Leben gibt es eh nicht bei uns. Ja, diese ganzen Vorstellungen, die verbotenen in Bezug auf das Single-Leben, das ist ja gar keine Option von vornherein. Und wir schieben und schieben und schieben und irgendwann mit, ja, 85 denken wir, okay, jetzt sollten wir heiraten. Ja? Und Allah Ta'ala, subhanallah, er gibt uns dieses Dua mit. Schenke uns Augentrost, ja, Seelenfreude durch unseren Ehepartner, durch unsere Kinder, durch unsere Nachkommenschaft. Dann kommen ja noch die Enkelkinder. Ja? Sollten wir vielleicht unsere Familienplanung etwas forcieren, ja, etwas nach vorne bringen? Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ein weiterer Ratschlag, weil wenn wir mit anderen Menschen in Kontakt treten, wir sehen oft, wir sehen ständig Menschen, die mehr bekommen haben. Ja. Die eine Frau hat mehr Schönheit bekommen, der andere Mann mehr Stärke, XY mehr Geld, der andere eine Beförderung, ein besserer Beruf, schönes Auto, Haus, ja, regelmäßig Urlaub, Erfolg im Hobby, ja, im Sport oder wo auch immer, ja. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, schaut auf diejenigen, die unter euch stehen, die weniger bekommen haben, und nicht auf diejenigen, die mehr als ihr bekommen haben, damit ihr die Gaben von Allah nicht gering schätzt. Das heißt, wenn wir uns ständig messen mit Leuten, die mehr bekommen haben, sagen, ja, das will ich eigentlich auch, das sollte mir eigentlich auch gehören. Am Ende, wir können nicht zufrieden sein. Aber wenn wir uns mit denjenigen beschäftigen, ja, und uns dort messen an diesen Menschen, oh, subhanallah, der ist in seiner Gesundheit geprüft, oh, der hat eine harte finanzielle Situation, ach, khair, ihr geht so und so und ihm geht so und so, oh Allah, bitte ändere ihre Situation, ändere seine Situation, erleichtere es ihm. Aber dann denkt man, oh, man ist erleichtert, ja. Alhamdulillahi alladhi afani, mimma batalahu kathiran minan nasi, waja'alani minal muslimin. Gott sei Dank, alhamdulillah, dass Allah mich verschont hat von dieser Prüfung, mit der er einige Menschen oder viele Menschen geprüft hat und er hat mich als Muslim gemacht. Das ist das Bittgebet, wenn man jemanden sehen soll, wenn man jemanden sehen sollte, der geprüft ist. Das habe ich speziell gelernt, als einer meiner Freunde in Ägypten. Ich habe ihn einfach ein bisschen Smalltalk geführt. Ja, und verfolgst du Fußball? Ja, ich verfolge eigentlich keinen Fußball, aber ich wollte einmal mit ihm ins Gespräch kommen. Ja? Und dann sagt er ja genau dieses Bittgebet. Ja? Sagt er, Alhamdulillah, Allah hat mich nicht damit geprüft, dass ich zu den Fußballverrückten gehöre. Und dann auf einmal habe ich gedacht, wow, dieses Bittgebet, ja, das ist was Besonderes. Ja? In dem Moment hat Allah Ta'ala mein Herz für dieses Bittgebet geöffnet. Das heißt, wir schauen auf diejenigen, die weniger als wir bekommen haben, nicht auf diejenigen, wir messen uns nicht mit denjenigen, die mehr als wir bekommen haben. Und zum anderen, wenn wir jemanden sehen, der etwas bekommen hat, hat der Prophet gesagt, sallallahu alaihi wasallam, uns auch von Imam Ahmed überliefert, dann soll man ihm Segen dafür wünschen. Dann soll man ein Bittgebet sprechen, oh Allah, segne ihm. Ja? Sein Geld, sein Haus, sein Auto, ja, seine Gesundheit, seine Stärke, seinen Erfolg. Ja? Weil das neidende Auge eine Realität ist und einen Effekt hat. Ja? Auf die Person. Und umgekehrt nehmen wir auch eine Lektion mit, ja, dass wir versuchen, einige unserer Gaben vielleicht nicht so stark zur Schau zu stellen. Insbesondere gegenüber denjenigen, die vielleicht gerade in diesem Bereich nichts bekommen haben. Und das hat mich an Marokko sehr beeindruckt, liebe Geschwister. Die Bescheidenheit ist etwas, das man dort, ja, kulturell in vielen Punkten verankert sieht. Ja? Man wurde von reichen Menschen eingeladen und es gab gutes, aber sehr einfaches Essen. Und alles auch homegrown, ja, aus Marokko selbst gewachsen. Man hat wirklich wunderschön eingerichtete Wohnungen und Häuser gesehen, aber von außen, ja, ganz einfach verputzt, noch nicht mal Farbe teilweise, ja. Oder die besonderen Gewänder, diese gelblich gefärbten Gewänder, die werden von den Politikern getragen, wie von den Gelehrten getragen, wie vom ganz einfachen Menschen getragen. Und das gilt als, ja, dieses
feine Gewand, was sich mehr oder weniger ja, die meisten leisten können. Das heißt, dass wir nicht zu viel von dem, was wir bekommen haben, ja, keine Ahnung, wir sehen irgendwelche Leute, die trainieren, ja, und alle 2 Stunden kommt irgendein Foto, Bizeps, Trizeps, und das, ja. Bruder, hol dir ein weites Hemd, ja, zeig nicht allen das, was du dir antrainiert hast, ja, du wirst viele Augen, ja, auf dich ziehen. Ja, und die Besseren sind dann von den Brüdern, die sagen, oh, Mashallah, ja, aber die, gut. Und dann sollen wir sehr aufpassen, liebe Geschwister, ja, dass wir, leider muss ich immer wieder kürzen, heute aber auch 5 Minuten später angefangen als geplant. Wir sollen Allah Ta'ala auch dafür danken, was wir nicht bekommen haben. Wir sollen dankbar dafür sein. Ja, gerade wenn wir doch mal auf jemanden geguckt haben, der etwas mehr bekommen hat, in einer Angelegenheit, die wir für uns selber auch wünschen, ja, sollen wir uns diesen Vers zu Herzen nehmen. Allah Ta'ala sagt im Koran in der 42. Sure, وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. Und würde Allah seinen Dienern die Versorgung großzügig zuteilen, würden sie auf der Erde für Ungerechtigkeit sorgen, würden sie Grenzen übertreten. Und Allah lässt ihm in Maßen herabkommen, denn er hat Kenntnis von seinen Dienern und sieht sie wohl. Stellt euch mal vor, wir hätten all das bekommen, worum wir gebeten hätten oder was wir in unserem Herzen an geheimen Wünschen gehabt hätten. Glaubt ihr, wir hätten Allah Ta'ala noch dankbar angebetet? Oder wären wir nicht auch verloren gegangen, wie einige von denen verloren gehen, die viel von diesen Gaben bekommen haben, vom Reichtum, von der Schönheit, ja, vom weltlichen Erfolg. Aber nicht, dass wir denken, dass diejenigen, die dies bekommen haben, nicht damit hätten umgehen können. Denn Allah Ta'ala erteilt nach Maß ein. Das heißt, wir können nicht sagen, ja, hätte Allah mir, keine Ahnung, dieses oder jenes Geld oder diese oder jene Möglichkeit nicht gegeben, dann wäre ich auch nicht in diese Sünde hineingetappt. Das ist verantwortungsloses Denken. Man schiebt den eigenen Fehler quasi auf das Schicksal, beziehungsweise direkt ausgesprochen auf Allah. Und das ist falsch. Sondern ich war fähig dazu, diese Prüfung zu bestehen. Ich war fähig dazu, mit diesem Geld gut umzugehen oder mit dieser Möglichkeit verantwortungsvoll und im Rahmen des Halal umzugehen. Aber ich habe damals noch nicht meine Lektion gelernt gehabt. Inshallah habe ich sie jetzt durch diesen Fehler gelernt und möge Allah Ta'ala mir dafür verzeihen. Das ist die richtige Einstellung in Bezug auf solche Fehler. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Liebe Geschwister, ein Hadith, der uns noch weiter anspornen wird. Wir alle wissen, dass zu den wertvollen Dingen Freundschaft zählt. Und diese Begegnungen im Alltag, ja, mit vielleicht Menschen, die wir gar nicht kennen, aber manchmal hilft es uns, wenn wir in Harmonie leben. Und das ist das, was Allah Ta'ala uns versprochen hat über die Zunge des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er versprach, dass wenn man vom Diesseits Abstand nimmt, wenn man nicht der so ein Konsumgeiler ist, wenn man nicht diesem Rausch nachgeht, wenn man nicht Konkurrenzkampf in Sachen Weltlichem, ja, auf negative Art und Weise, wir sollen uns alle bemühen, eine anständige Arbeit zu haben und ja, Beförderung zu bekommen, und das ist normal, das stellt auch niemand in Frage. Aber dass die Dunya in unserem Herzen ist, das darf nicht sein. In unserer Tasche, in unserer Hand, ja, aber nicht in dem Herzen. Und er sagte, derjenige,
der die Dunya quasi aus seinem Herzen herausnimmt, der Abstand nimmt vom Weltlichen. Allah wird ihn lieben und die Menschen. Das ist also auch ein Aspekt in unserer Dauer. Vielleicht gewinnen wir die Menschen nicht, weil unsere Herzen zu sehr mit der Dunya gefüllt sind. Vielleicht schrecken wir sie ab, weil sie vielleicht woanders mehr an Spiritualität sehen. Weil sie sagen, ah guck, der ist ja noch weltgebundener als ich. Ja, und ich interessiere mich für Religion, aber bei ihm bin ich vielleicht an der falschen Stelle. Das heißt, entsagt dem, was die Menschen lieben, und die Menschen werden euch lieben. Ja, und entsagt dem diesseits, und Allah Ta'ala wird euch lieben. Ich möchte mit einem Gedicht abschließen, was ich bei einer kulturellen Veranstaltung kennengelernt habe und nachgegoogelt habe und Alhamdulillah auch finden können. Es ist von Heinz Schenk. Ja? Also jeder ältere Urdeutsche wird ihn kennen. Und nur als Einleitung, der Prophet selber, und das könnt ihr in Sahih Muslim nachlesen, hat sich Dichtung von nicht-muslimischen Dichtern angehört. Und auch seine Prophetengefährten zu gewissen Gelegenheiten, beispielsweise ja, bei einer langen Reise und ja, und auch um der Prophetengefährten willen, dass sie ein bisschen die Zeit überwinden können, hat er sich von nicht-muslimischen Dichtern auch Gedichtpaare vortragen lassen. Ja? Umayya ibn Abi Salt ist einer von ihnen, ja? oder war in der Überlieferung von Imam Muslim erwähnt. Bismillah. Es ist alles nur geliehen hier, auf dieser schönen Welt. Es ist alles nur geliehen, aller Reichtum, alles Geld. Es ist alles nur geliehen, jede Stunde voller Glück. Musst du eines Tages gehen, lässt du alles hier zurück. Man sieht tausend schöne Dinge und man wünscht sich dies und das. Nur was gut und teuer macht den Menschen heute Spaß. Jeder will noch mehr besitzen, zahlt er auch sehr viel dafür. Keinem kann es etwas nützen, es bleibt alles einmal hier. Jeder hat das Bestreben, etwas Besseres zu sein, schafft und rafft das ganze Leben. Doch was bringt es ihm schon ein? Alle Güter dieser Erde, die das Schicksal dir verehrt, sind dir nur auf Zeit gegeben und auf Dauer gar nichts wert. Darum lebt doch euer Leben, freut euch auf den nächsten Tag. Wer weiß schon auf diesem Globus, was das Morgen bringen mag. Freut euch an den kleinen Dingen, nicht nur an Besitz und Geld. Es ist alles nur geliehen hier auf dieser schönen Welt. Schön, mashallah. Alles nur geliehen, liebe Geschwister. Ja Allah, ja Aziz, ja Rahman, ja Rahim, ja Malik, ja Quddus. Wir bitten dich mit all deinen Namen. O Allah, wir wollen dich kennenlernen. Wir wollen unsere Liebe zu dir erhöhen. Wir wollen unseren Kontakt zu dir verbessern. Bitte schenke uns Liebe zum Gebet, O Allah. Bitte schenke uns Disziplin und die Süße in der Disziplin, O Allah. Dass wir dir 5-mal am Tag in der richtigen Zeit begegnen wollen, aus Sehnsucht heraus. Bitte vergib uns unsere Sünden, O Allah. Bitte halte uns fern, lasse uns fernbleiben von den großen Sünden. Und nachdem wir kleine Sünden begangen haben, O Allah, bitte lass viel, viel Abstand zwischen der nächsten Sünde, O Allah. O Allah, und lass uns tiefgehend bereuen. Und bitte vergib uns und unseren Eltern und unseren Geschwistern im Glauben, O Allah. Allahumma amin. O Allah, bitte erlöse die Notleidenden, O Allah. Bitte schenke den Bekriegten Sicherheit, O Allah. Bitte schenke den Unterdrückten Selbstbestimmung, O Allah. Auf dass wir dir allein dienen dürfen. Bitte segne den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und lasst ihn in unserem Herzen als einziges Vorbild wohnen und all diejenigen, die seinem Vorbild gefolgt sind. Und nimm aus unserem Herzen all diejenigen, die unser Leben vergiften, O Allah, und die uns nur in diesen Strudel des Verderbens weiter hineinziehen, O Allah. O Allah, bitte lass uns lichtspendende Lampen sein für unsere Mitmenschen. Rechtleite all diejenigen, in denen du Gutes siehst. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.